Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medal of Honor Folge 2. Wir sind jetzt auf dem Weg nach... Ja, habe ich absolut vergessen. Irgendwas mit Baal? Gehen wir. Marvel, Jimmy sagt, sie könnten Tarek haben. Ein Dutzend Kerle mit Waffen und ein Gefangener. Beeilen wir uns, Jungs. Jedenfalls suchen wir Tarek und den müssen wir ausfindig machen. Der Ort wurde doch vorhin genannt. Wie hieß denn der Ort? Baal hat... Irgendwas Hasir? Ach, ich hab's vergessen. Ist egal, meine Freunde. Ich habe mir zwischendurch mal kurz in Folge 1 reingeschaut, ob das mit den 60 FPS so läuft und so. Scheint ja ganz gut zu funktionieren soweit. Aber gut, wir zocken jetzt einfach mal weiter. Und hoffen, irgendwann Tarek in die Finger zu kriegen. Immer diese RPGs, Mann. Ich will auch ein RPG. Raketenwerfer sind einfach nur die geilsten Waffen in solchen Spielen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Oh, was? Wo? Okay, Freunde, wir sind schon in Folge 2 auf Mittel das erste Mal gestorben. Sehr schön. Wo war denn der? War der auf einmal hinter uns oder wie? Hab ich nicht mitbekommen, dass da einer stand. Ich gucke mich auch vielleicht ein bisschen zu hastig um manchmal. Dach! So. Der war das wahrscheinlich schon. Wir müssen ja echt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Die durchtriebenen Gangster hier. Gangster, ich glaube auch ein Dünnschiss. Die durchtriebenen Terroristen könnten sich überall verstecken. Das wollte ich eigentlich sagen. Aber ihr seht ja, was daraus geworden ist. Die Gangster. Jawohl. Jetzt wird's knallen. Na los. Ach, ich gehe in die Entdeckung. Ich stelle mich genau hier. Ich stelle mich genau hier offen hin. So kann man auch Türen öffnen. Mache ich auch immer. Wenn ich Freunde besuchen gehe oder so, weil die hören manchmal die Klingel nicht. Da muss man einfach zur Luftunterstützung greifen. Das geht einfach gar nicht anders. Alter. Die nehmen uns ganz schön in die Mangel hier. Wie soll man da rankommen? Haben wir nicht noch mehr Luftunterstützung? Oh oh. Ah, ah, hier ist auch noch einer. Nein, nein, nein. Lass mich rein, meine Freunde. Wir müssen die MG-Schützen zerlegen. Das war noch nicht alles. Hecken sichern und schnell vorrücken. Bodo, Mother. Wie ist der Status? Mother, kein freies Schussfeld auf das MG. Wir kommen. Roger, Mother, keine Spur von Tarek. Du kommst hier alleine hoch und musst mir helfen, wie schlecht das ist einfach nur. Sind wir hier die Frau in der Bande oder wie? Meine Güte. Lebt er noch? Ja. Ne, den will ich im Moment. Ach, wir haben keine Granaten mehr, scheiße. Haben wir hier noch irgendwo was liegen? Ha! So läuft das. Ah, fuck, sorry, das tut mir leid. Dein Arsch sah fast so aus wie der von solchen Taliban-Leuten hier. Alter.
War's das? Geht doch. Nur die Frage, wie ich jetzt hier runterkomme, ne? Alter! Können wir irgendwie weiter? Wir müssen es da durchgehen. Ey, komm schon! Mada hängt hier auch noch so rum und klotzt doof. Alter, wie die Ameisen, ne? Kommen ja raus in Scharen, das ist der Wahnsinn. Du stirbst und du stirbst auch. Ach, jetzt können wir durch die Tür. Wir mussten das natürlich von hier oben machen. Einfach der Schwierigkeit wegen. Gefällt euch das mit den 60 Frames oder ist euch das so hastig? Weil wenn ich mir manchmal so Videos angucke mit 60 Frames, das kommt mir manchmal so ein bisschen zu schnell vor. Zum Gucken jetzt, zum Zocken ideal, aber zum selbst Zusehen ist das manchmal ein bisschen zu fricklig einfach in Videos dann. Schreibt in die Kommentare, meldet euch bei mir, wenn euch das stört, dann schiebe ich das Ganze wieder auf 30 Bilder runter. Wenn euch das besser gefallen sollte. Eine Spur von Tarek. Negativ, nur ein Haufen toter Arschlöcher. Gebäude ist gesichert. Geh entlang. Tja, wieder kein Tarek. Entweder habe ich auch nicht richtig aufgepasst, Freunde, oder... Bin wirklich zu dumm oder es wurde einfach noch nie genannt? Wer ist denn Tarek? Ist Tarek einer von uns? Ist Tarek... Oder ist Tarek... im Kopf? Okay, gut, es scheint jemand zu sein, der wichtig ist für die Terroristen. Nicht unbedingt eine Geisel oder irgendwas, sondern jemand... der ein bisschen was zu sagen hat. Oder Informationen hat. Ich hab das... Wieder habe ich in meinem Wahn wieder vollkommen dazwischen gelabert, oder... Es wurde ich noch nie genannt. Wer Tarek genau ist. Ah nein, ich bin doch so dumm. Warum mache ich denn sowas? Warum renne ich vor wie Rambo? Ah, ich hätte das doch viel klüger machen können. Eigene Dummheit regt mich immer am allermeisten auf, einfach. So, jetzt kommen wir gleich raus, ne? Schön Dauerfeuer, das sieht der Shooter-Spieler noch gern. Alter, dieser Wichser da hinten, ne? Der geht mir ganz schön auf die Eier. So, guck mal, ob hier hinten noch was liegt. Nichts natürlich. Status? Sicher. Alles gesichert, meine Freunde. Was denken Sie? Das Gebäude sieht sicher aus. Wurde von zwei Tschetschenen bewacht. Da ist was Wichtiges drin. Ja. Rabbit, Sie kommen mit mir. Mother, da ist noch eine Tür. Verstanden. Sammeln. Denkt dran, Tarek ist da drin. Roger, sammeln. So, Tarek, mein Freund. Ah, unten wird, das ist mir auch jetzt erst aufgefallen, unten wird immer angezeigt, wenn wir einen Headshot landen. Das war zum Beispiel ein Headshot. Wo ist Tarek? Tarek, hallo? Über den Hof. Nachladen. Leise. Darf ich wieder eintreten? Ach, das ist mir eine Ehre. Ah, hier ist Tarek, okay. Also eine richtig schöne Slow-Mo.
Tja, das war mal eine Rettungsaktion, hm? Tarek, mein Freund. Gib mal Muni. Sie brauchen nicht mehr. Doch, ich brauche immer mehr. Vater, hier, Mother. Los, Mother. Wir kommen zu Ihnen. Steig in den Van. Super, wir haben Tarek, meine Freunde. Also wir denken zumindest, dass es Tarek ist. Mother, Ihr Panzer am Sammelpunkt. Ihr Status? Alles gut, wir haben die Ware bei uns. Verstanden. Haben Sie auf irgendwas nicht geschossen? Wir sehen Sie schon. Wir geben Ihnen Deckung. Mahmoud, من انا اورورا تشار اغلی طرق تزما جوان نجات ورده اما تی باید امریکایان از ich hab genug von dieser Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban. Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen und uns nur Schmerzen gelassen. Doch eine Geisel. Leute, sie müssen sie finden. Finden und töten sie alle. Bullshit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat er uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, ich verstehe. Wo sind die Feinde? Shaykot. Shaykot? Was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Shaykot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. 500 Kämpfer oder mehr. Oh, wir brauchen wohl ein größeres Boot. Ist doch kein Problem für uns. 500, das mache ich alleine, Mann. Okay, wir springen ja einfach direkt. Komischer Szenenwechsel auf jeden Fall. Wir springen ja einfach mal direkt volle Pulle in die Action. Okay, meine Freunde. Lassen wir die Party steigen. Ach, fuck. Ich sehe ja nichts, ne? Noch mehr Fahrzeuge. Ah, jetzt zur Hölle nochmal. Warum lade ich immer nach, obwohl ich noch 40 Schuss habe? Das habe ich schon mal bei Silent Hill gesagt, ich muss andauernd nachladen. Das ist eine richtige Krankheit. Hä? Sind das jetzt von uns, Leute? Ja, okay. Alter, hier sieht doch keiner mehr durch. Macht ordentlich Krawall, das Ding auf jeden Fall. Das war's mit dem Fahrzeug. Ah, okay. Aha. Ja, kein Problem, mach mal. Wow. Na dann raus hier, ich habe keinen Bock mehr zu fahren. Man kann sowieso nicht richtig zielen. Ja, toll. Nee, die Waffe, die macht keinen Spaß, muss ich sagen. Scharfschützengewehr, geilste Waffe ever. Immer in jedem Game, ich liebe es, Sniper zu spielen. Na. Alter, wie der noch ausgewichen ist, ne? Der Saftsack.
Wuhu! Hat natürlich wieder nicht gesessen. Ah. Autsch. Stehen denn die anderen Jungs auch noch rum? Sehr schön. Oh ja, ich will's haben. Haha, her damit. Wow! Einfach für den Spaß habe ich mich jetzt geopfert. Für den Spaß, den Typen mit einer Rakete zu töten. War natürlich äußerst dumm, aber naja. Man trifft echt das Ziel, ist ganz schön. Es liegt alles daran, dass ich ewig keinen Shooter mehr gezockt habe, definitiv. Ich treffe gar nicht, ey. Alter. Quatsch. Es macht schon Laune, ich weiß nicht, was die Leute haben. Es macht eigentlich wie jeder andere Shooter auch, es ist halt ein Shooter, ne? Das Rennen, schießen. Kurz stehen bleiben, in Deckung gehen, erholen, rennen, schießen. Deshalb habe ich auch eigentlich immer so gedacht, ah, ein Shooter für ein Let's Play. Ah! Ist immer nicht so geil, einfach weil man echt irgendwie nicht viel Inhalt jetzt so hat und auch nicht viel Gelegenheit zu quatschen. Wenig Ruhe, viel Gewusel, viel Gelaber. Deshalb ist das immer schwierig als Let's Play. Ich dachte mir, machst du es jetzt einfach mal. Laberst ab und zu mal irgendwelchen Durchfall, den keine Sau interessiert dazwischen und lädst es auf YouTube hoch. Alter. Ah, ich möchte. Warum lade ich nach? Warum lade ich nach? Weil ich R gedrückt habe, ich weiß. Kopfschuss, jawollo. So, und ich habe wieder mal die Ehre, dass ich hier... Ne, doch nicht. Ich will auftreten. Ah, jetzt rufe ich hier die Luftunterstützung anfordern. Hab ich auch gerade. Ach, drücke und halte die linke Maustaste. Kavum, meine Freunde. Sehr schön. Na los. Markiert. Und Kavum. Nicht Kavum? Jetzt Kavum. Bam. Sehr schön, so muss es laufen. Roger, Neptun 1, erledigen Sie sie. Stehen immer noch unter indirektem Mörserbeschuss. Haben Sie Sichtkontakt zu den Mörsertrupps? Nö. Roger. Finde und eliminiere den Mörsertrupp, aber liebend gern. Mein neuer Lebensinhalt ist, diesen Mörsertrupp zu finden und auszuschalten. Definitiv. Ach, der Scharfschützengel gefällt mir schon so ein bisschen. Kuckuck. Wie lange der gebraucht hat, um zu checken, dass ich neben dem stehe? So ein Bob. So, meine Freunde, wo geht's denn hier weiter? Was haben wir hier für eine Waffe? Ist auch so ein größeres Maschinengewehr auf jeden Fall. Da können wir auch das behalten. Wow! Ihr trefft mich nicht, weil ich hinter der Mauer stehe. Ah, doch, das ist der Mörsertrupp, okay. Ah, hinter uns! Wo denn? Was denn? Wer denn überhaupt?
das war eine Granate. Okay, okay, okay. Ich verstehe. Mörsertop eliminiert. Sehr schön. So muss das sein. Und wo, wo, wo? Ah, 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 ah. Ah. Tut mir echt leid, Freunde. Das war ganz schön kacke jetzt. Aber ist ja kein Problem. Machen wir das Ganze einfach nochmal. Ich würde fast sagen, dass wir das Ding mal gegen eine AK austauschen. Weil mit dem Ding zieht sie es echt ganz schön schlecht. Das haut zwar ordentlich rein an sich, aber zielen tut sich wie Scheiße. Meiner Meinung nach. Natürlich haben wir jetzt kaum Munition hier für die AK. Das ist natürlich ganz schön blöd. Aber nach und nach finden wir schon was. Haha. Sniper ist geil. Apropos Sniper, Freunde, ein Shooter, auf den ich auch mal Bock hätte. Der Sniper Elite. Sniper Elite, auch ein sehr geiles Spiel, wie ich finde. Hat richtig Gaudi gemacht. Auch der erste Teil war einfach nur genial. Hat einfach nur Spaß gemacht. Alter, jetzt reicht's mir. Spasti. So, meine Freunde, wir haben den Mörsertrupp ausgeschalten und haben jetzt eine kleine Pause. Die nutze ich mal dazu, die Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier. Mit mir aber im Mädel vorne. Also, mir macht das Spiel Spaß. Ich werde es auf jeden Fall weiterzocken. Und ich hoffe sehr, ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn wir uns hier durch die Taliban durchballern. Ja, meine Freunde, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Immer fleißig weiterzocken. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. Ciao, ciao.